Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bausimulator 2015. Heute habe ich zwei nette Helferlein dabei. Einmal den Richie Racer, hallo. Hi, na. Und dann haben wir noch neu im Team den Gruppi, hallo. Hallo. So, ich habe uns, habt ihr schon gesehen, Kinders? Ich habe uns einen wunderschönen Auftrag angenommen. Wir gucken uns da mal ganz kurz rein. Wir müssen eine neue Brücke bauen. So, ich habe natürlich als Chef den Abschnitt 1 schon erledigt. Ich habe mit dem Vorarbeiter gesprochen, habe alles abgeklärt. Alles gut. So, jetzt müssen wir, soweit ich das gesehen habe, walzen. Verdichte den markierten Bereich auf der Baustelle. Jo, Freiwillige vor. Du musst einfach nur rüberlaufen. ich weiß nicht, die Walze haben wir hier hinten. Wir müssen die jetzt erstmal verladen auf den Tieflader und dann erstmal gucken, ob eine Walze reicht, sonst müssen wir im Notfall noch eine kaufen. Ich weiß nicht, ob das Geld ausreicht. Ich habe 70.000 habe ich noch auf Kralle. Müssen wir mal gucken. Nee. Da ich ja nicht so gut bin, im Walze vom Tieflader runterfahren. Ja. Muss das irgendjemand anderes mal übernehmen. Okay, Gruppi, du kannst dich schon mal in die Walze schwingen, der steht da hinten. Oh, ich sehe ich. Geh mal. Ja, und dann macht Richie das hier. Ich gucke mal die nächsten Schritte bereits an. Was haben wir denn hier noch alles zu tun? Die neue Brücke. Also Abschnitt 2, 3 ist verdichtet im markierten Bereich. Oh. Gut, ich werde dann mich um den... Nee, kann ich nicht alleine. Da brauche ich einen von euch dafür. Hallo, was war das? Ich habe schon wieder Reifen gehört. Quatsch. Das war... Quatsch. Voller Blödsinn. Ja, ist Quatsch. Okay. So. Wir machen es jetzt so. Richie, du bringst Gruppi rüber. Gruppi fängt dann an, bitte derweilen. Richie, du kommst wieder zurück und fährst das Begleitfahrzeug für den großen Bohrer dann. Geil. Ja. Für den ganz großen? Nee, für den Drehbohrgedöns. Für den Fahrer da. Ja. Ich bereite mal alles vor. Wo ist ein LKW? Ich bin gerade vorbeigelaufen. So, Gruppi, wie vertraut bist du mit dem Spiel? Schon einigermaßen, ne? Jo, geht. Ja, sehr gut. Willst du einsteigen? Ich will natürlich mit dir. Gut, ich sehe schon, das läuft bei euch. Ja. So, was ich immer noch nicht verstehe, ist, wo unser blauer Tieflader ist, aber vielleicht findet man den irgendwo. Ich glaube, den haben wir irgendwo stehen gelassen, oder? Ich weiß das nicht mehr. Weiß halt auch nicht. Ja. 10% Verlust muss man rechnen. Ja. Alles klar. Ja. Ihr seid mir welche. So. Auch mit den Steuergeldern. So. Ja, da war was. Ich muss die Stützen hochmachen. Oder? Nee, der hat gar keine Stützen. Moment mal. Moment. Der hat so viele Räder, der braucht keine Stützen. Ja, das ist wirklich so. Aber ich muss das Gedöns hier runterfahren. Boah. Wie war das nochmal? Das Fragezeichen. Erstmal das Fragezeichen klicken. So. D und A. Oha, nee, das war falsch. Richie, weißt du noch, wie ich den großen Arm runtergefahren habe? Nein, weiß ich nicht. Was macht ihr denn? Karl-Heinz hat mir den Weg geparkt. Das ist der Wahnsinn. Ja. War ich überhaupt zur richtigen Baustelle gerade? Gruppi, willst du mal nachgucken? Ich guck mal. Ingeltraut, nimm den Karren hier weg. Ey, ihr zwei. Weiß ich, ob ich das richtig war, euch loszuschicken. Crazy Taxi ist das hier. Ah, das ist... Okay, ich habe die Spurverbreitung habe ich gefunden. Spurverbreitung. So, das ist... Passt? Nee. Top, hier sind wir. Hallo. Hey, na? So, das war's auch nicht. Mein Gott, hier gibt's Knöpfe ohne Ende. Das war's auch nicht. O und E. Nee, was? Q und E. Na gut, da kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. So, Madame, Sie können runterfahren. Vor allem Madame. Ups. Ja, läuft. Ah, ich habe den richtigen Knopf gefunden. Oh, der Drehprogramm wird sich... Okay, alles klar. So, Gruppi? Ja? Schaffen wir das mit einer Walze? Ich denke ja, aber Richie, wir bräuchten wahrscheinlich hier einen Tieflader und müssen wahrscheinlich noch auf die andere Seite der Baustelle.
Ja. Hier gibt's zwei Seiten. Richie, nimm dir ein Taxi. Nimm dir ein Taxi, es ist kein Problem. Chef zahlt? Immer. Geil. Wird vom Lohn abgezogen. Das ist jetzt absolut like. Dann komme ich mit dem Taxi. Ja, komm mal ran. So, ich habe das Gerät schon mal transportfähig gemacht. So. So. Taxi, wo ist war hier? Da, hier, da, so. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Ist die weit weg, die Baustelle? Ah, nee, geht da nicht. Boah, würde ich so nicht sagen. So. Gut, gucken wir mal, ob das alles so irgendwie. Achso, ich habe einen Controller, ne? Wenn ich ihn schon mal angeschlossen habe, dann kann ich ihn auch verwenden. Richie, willst du vorfahren oder willst du hinter mir fahren? Ja, also rein theoretisch. Ja, jetzt kommt's. Fährt man ja hinterher. Ja. Aber in der Stadt, also so autobahnmäßig. Aber in der Stadt, wenn man absperren muss, dann müsste man rein theoretisch vorfahren. Okay. Also eigentlich hätte man ja auch mehrere. Bräuchtest du zwei. Ja, mindestens zwei normalerweise. Aber deswegen würde ich sagen, damit Ingeltraut nicht wieder mitten auf der Straße anhält, fahre ich vor. Okay. Machen wir das so. Wie war die Innenansicht nochmal? Habe ich? Okay. Gut. Chef, eine reicht locker hier. Das sind gute Nachrichten. Zweite Herr wäre nicht drin gewesen, glaube ich, im Budget. Da hat ernsthaft Chef genannt. Natürlich. So, weißt du, so wäre es eigentlich richtig. Direkt abgewöhnen. Ja, guck mal hier. Heideltraut und Ingeborg parken wieder mitten auf der Ampel. Die Ampel ist auch rot. Ja. Hallo? Durch. Weiß ich noch nicht. Also stellt mir Fragen hier. Bis jetzt habe ich. Oh, Moment. Oh, das. Nee. Doch, wunderbar. Boah, was für Kameras hier alles gibt, ey. Oh. Richie sagt, er will die ganze Straße absperren. Ja, sicher das. Okay. Kann ich hier einfach Druck knallen? Jo. Ja. Da ist ein Fußgänger. Angenommen, du willst jetzt, musst jetzt hier längs abbiegen. Bist du, nee. Lass mal den Gedöns hier. Hier ist grün. Hey, hier, hallo, fahr. Gib, ne? Knallgas? Nee. Ach. Ich sag doch Heidel drauf. 4500 rollt hier um die Kurve ran. Ersten Gang Standgas. Ich der kann. Hier, ja, Moment. Hier wie war die. Was juckt denn? Der Typ hält an hier. Achso? Ich muss mal über die Kamera ansichten. Oh. Oh, ich hab den Hänger. Moment. Nee, nichts passiert. So, Heideltraut müsste jetzt aber auch mal weiterfahren. Nee, Heideltraut ist mir jetzt mittlerweile. Ja, klar. Kam es jetzt nicht zum Überholen? So. So, Leute, euer Bereich ist fertig für den Kran. Das ist super. Das war sehr gut, Richie, was du gerade gemacht hast. Ja. Wir sind am Weg. Alter, ruckelt das. Das leckt ja mal überhaupt nicht. Kran ist on the way. Lass mich weg hier. Alter. Kran ist on the way. Begleitfahrzeug auch, einen Kilometer dahinter. Ja, läuft. Nee, das passt alles. So ein Team ausgesucht, glaube ich. Ja. Endlich mal mit Profis arbeiten. Ja, siehst du? Irgendwann. Oder wie schnell fährt denn der Sprinter hier? Weiß ich nicht. Habe ich eine Kilometer? Eine KMH? Achso, hier unten. Rechts unten. Was sind das? Ich bin jetzt bei 50? Also bei 50 ist Feierabend bei dem hier. Da ist ein Fußgänger. Hast du schon weggemacht? Wir sind nicht synchronisiert. Okay. Behaupte ich jetzt mal so, aber irgendwie. War bei dir nix, okay. So. Also ich habe euch hier die Zufahrt schon mal freigehalten hier. Sehr gut. Ich sehr weiß gut. Nicht, ob wir überhaupt hin müssen. Hä, was? Warte, ich muss mal hier. Der muss jetzt hier links rein. Da, wo die Spuren sind, Werner. Ja. Alter, das ist eine große. Alter, ist das eine Baustelle. Nur kick irgendwie weg hier. Oh. Erstmal Gruppi mitgenommen. Ach, ich wollte mitfahren, aber. Ach so, nee. Nee. Wo müssen wir hier bohren? Da vorne ist der Bereich da, wo wahrscheinlich der Kran hinkommt, denke ich mal. Müssen wir hier bohren? Ja. Seid ihr da ganz sicher, Jungs? Oder müssen wir auf der anderen Seite bohren?
Achso, wir müssen natürlich jetzt die andere Seite auch noch verdichten. Ja, wir müssen die andere Seite auch noch verdichten. Aber jetzt noch nicht, oder? Doch. Doch, wir haben zweimal verdichten so, im Auftrag jetzt drinnen. Achso, ja, dann ist er schon drauf hinten? Nee, ne? Warte, ich hol den. Ich hol dann den. Ja, ich hol den Tieflader. Ja, kein Schritt zu Fuß. Ja. So, ich fange mal an, das Ding hier abzuladen. Die Walze fährt ja auch nicht von selber, also. Eben, so, und auf der Baustelle sind die aber so voll, dass nicht mal gerade gehen können, also fahren sie natürlich. So! Haben wir's dann? Okay. ich konnte doch den Tieflader irgendwie ganz wunderbar abkuppeln, wie war denn das? Shift, was? Achso, nee, das waren die Achsen, das ist gut. C ist nur, okay. Puh. Richie, weißt du noch, wie das war? Ach so, Moment mal. Ah, jetzt hab ich's. Alles klar. Aber was schlammerst du? Nee, ist okay. Weil du kannst ja den Anhänger kannst du ja teilen. Ach so, ja. Was hey, ist wir haben hier eine Dönerbude direkt an der Baustelle. Ich hab gesehen, richtig nice. Jetzt hat er auch ein Bier. Bestimmt. Ja, hat er. Habe ich schon. Hat er schon, hat er schon. Richie hat schon eine Palette bestellt. Ich hab nachgefragt. Also ist welches natürlich kompletter Quatsch. Was los? Na, Gruppi leichte Traktionsprobleme mit der Walze auf dem Tiefen. Nee. Der Klassiker. Oh, Schneeketten oder sowas. Ich hoffe, dass wir den Kran hier brauchen, sonst haben wir. Jo. Das jetzt umsonst gemacht. Oh. Ja. Ja, du solltest nicht fahren, wenn du nicht angehängt bist. Ich bin nicht gefahren. Man kann nicht fahren, wenn die Dinger runter sind. Wir können das. Achso, ich müsste vielleicht. Ah. Ja, jetzt sieht das doch ganz gut aus, oder nicht? Gut, Kinders, wie weit seid ihr? Seid ihr schon? Achso, ist halt. Gruppe versucht noch aufzufahren. Okay, nee, ist ja okay. Deswegen steht auch die Dönerbude da wahrscheinlich. Haben wir ein bisschen Zeit. So. Passt. Dann stelle ich mal die Tieflader auf die Seite. Dann werde ich mir mal den nächsten Arbeitsschritt jetzt angucken. Hallo, ich will auch mit. Ach, ich komme mit dem Sprinter nach. Oder so. Der dritte mitfahren ist immer nicht so ganz so. Macht ihr jetzt, nee, macht ihr jetzt Sondertransport mit der Walze oder was? Ich muss jetzt hinterher immer sauber machen, das Auto, weil Gruppi da reinge. Brochen. Brochen, ja. Okay. So. Ja, was sonst? Übergeben. Achso. Aber rein übergeben klingt auch blöd. Ja, ist schon klar, dass das verbunden sein muss, aber kann ich jetzt hier nicht so ankuppeln, so? Kann ich nicht. Okay. Wird ja drin, nur noch eine darf alles. Ja. Ah, das war immer schon so scheiße zu lenken, ne? Der Tieflader hier. Ja. War schon. Achso. Endlich mal eine vernünftige Baustellenabsperrung hier. Ja gut. Muss so sein. Okay, ich bin auf dem Spiel. Ah ja. Bitte was? Nee, alles gut. Wolltest du abhauen? Nee. Das ist. Ja, Richie, dann kannst du den Sprinter nehmen und den Tiefler hier lassen. Jo. Wir müssen aber gleich den Baustellenbereich freimachen, aber kriegst du auch dann sehr gut. So, das mal gucken, was Werner da fabriziert. Ja genau, nicht, dass der da lauter Scheiß macht da drüben. Hallo, beruhigt euch mal ein bisschen. So, ich stelle jetzt den mal hier irgendwo in die Walachei. Nee, so hier ran, so an die Ecke. Hat die Walze Allrad? Nee. Glaube ich nicht. So, was haben wir denn? Vorne hat sie eine Sperre. Drehen beide dann gleich schnell. Nein! Ja! Das ist ja dann Wahnsinn. Oh Gott,
war das schlecht, ey. Ich bin in die Hater-Kommentare. So, was haben wir denn noch hier? Gießen die Farbe? Okay, wir brauchen. Sag mal, können wir nicht einen Kran aufstellen oder ist das eher ungeeignet? Du willst immer einen Kran aufstellen. Ja, weil der einfach richtig geil ist, der Kran. Warum haben wir jetzt Geld bekommen? Achso, ist egal. Achtung, Achtung, Achtung. Werner. Oh. Wie hast du schon? Hallo? Was Geiles lernst du auch noch. Richie hat gerade unseren Sprinter demoliert. Quatsch, der kann das ab. Das ist jetzt ein Smart. Kürzer, kleiner. Du kannst Richie einfach nichts überlassen. Das ist so. Aber das ist gut, dass du das bereits in der ersten Folge festgestellt hast. Ja, Quatsch. Gut, Kinders, ich würde sagen, wir machen das nächste Mal weiter. Wo ist jetzt der Imbestand? Ich gehe jetzt mal eine Currywurst essen. Oder war das, Oder was gibt's da? Werner, ich komme nämlich mit dem Sprinter. Das ist gut. Gruppi, du machst das, ne? Wir gehen jetzt mal auf Mittag. Alles klar. Gut. Das müssen wir nochmal drüber reden. Kann ich jetzt in die Innenansicht wechseln, weil dann wäre es ein bisschen, dann wäre es ruhiger, genau. So, jetzt gucken wir noch Richie beim Fahren zu und derweil dürfen wir uns bei euch bedanken fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, würde uns sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Haut rein. Ciao.